giftige Pflanzen Part 3. Ich bin's wieder, eure Pink Peach. Ja, offensichtlich heute mal nicht draußen. Hier ist leider Gottes gerade ein Unwetter in Anmarsch. Es geht jedenfalls um Pflanzen, die man gerne auf seinem Balkon oder halt auf seiner Terrasse hat. Das sind alles keine winterharten Pflanzen, es sei denn, man wohnt jetzt in einer Klimazone, wo es halt möglich ist. Bei mir leider nicht. Ich habe es mal mit einer Pflanze ausprobiert, die kommt auch gleich im Video drin vor. Die ist mir leider Gottes dann kaputt gefroren. Andererseits gäbe es halt noch die Möglichkeit, die Pflanzen dann im Winter wirklich einzupacken, sodass sie dann wirklich direkt im Garten bleiben können. Aber das ist teilweise auch ein ganz schön großer Aufwand, wenn ihr dann eine riesige Bananenpflanze zum Beispiel habt oder sagen wir mal eine große Palme, also die dann erstmal einpacken, das ist schon wirklich sehr viel Arbeit und man muss das auch gescheit und ordentlich machen. Jedenfalls, lange Rede und kurzer Sinn, bitte wieder auf die Kinder achten, dass sie auf keinen Fall davon essen und das gleiche gilt natürlich auch für eure Haustiere. Ansonsten sage ich einfach mal, bis gleich! Der Oleander, man kann ihn mittlerweile fast überall kaufen, auch in Supermärkten habe ich ihn schon gesehen. Es gibt eine kleine Farbauswahl, was die Blüte angeht, zum Beispiel weiß, rosa oder so rötliche Töne. Allerdings ist er komplett giftig. Wichtig bei ihm ist, wenn ihr ihn mal umtopfen möchtet oder halt in Form schneiden, dann tragt Handschuhe und auf jeden Fall die Hände danach gründlich reinigen. Ansonsten hat man sehr viel Freude mit ihm, der blüht den ganzen Sommer über. Ich habe auch das Gefühl, einige Insekten gehen dann doch auch mal an die Blüte ran, aber bitte immer dran denken, Handschuhe tragen, wenn ihr ihn in Form schneiden solltet oder halt beim Umtopfen. Rizinus bzw. auch Wunderbaum genannt und ja, das ist die Pflanze, woraus das Rizinusöl auch gewonnen wird, also das Apfelmittel zum Beispiel. Allerdings die Samenkapseln sind hochgradig giftig, aber keine Sorge, was ihr machen könnt. Wenn sich die Samenkapseln bilden beim Rizinus, dann schneidet ihr die einfach ab. Somit können sich diese hochgradig giftigen Samen erst gar nicht entwickeln. Also wie gesagt, wenn sich die Samenkapseln bilden, einfach dann gar nicht zum Ausreifen kommen lassen und abschneiden. Somit ist die Gefahr dann im Garten gebannt. Die Engelstrompete, also wirklich ein absoluter Hingucker in jedem Garten, muss ich echt zugeben, aber hochgradig giftig. Alle Pflanzenteile von ihr sind giftig und sie kann auch mal Samen ausbilden und die sind dann nochmal besonders giftig. Ich persönlich werde die mir nicht in den Garten holen, weil ich finde gerade diese riesigen Blüten animieren ja Kinder gerade dazu, sie zu pflücken und im schlimmsten Fall auch noch zu essen. Ist auch giftig natürlich für eure Haustiere und mir ist einfach die Gefahr zu groß. Ich muss die jetzt nicht in meinem Garten haben. Ich habe sie letztens noch auf Schloss Lembeck gesehen, die ist wirklich der Knaller. Man hat eine ganz große Auswahl, was die Blütenfarbe angeht, aber wie gesagt, hochgradig giftig. Sollte man gut drüber nachdenken, ob man sich diese Pflanze wirklich in den Garten unbedingt holen muss. Der Korallenstrauch, den trifft man jetzt nicht so häufig in Gärten an. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so einen zu Hause habt. Der ist in allen Pflanzenteilen giftig und gerade die unreifen Beeren sind besonders giftig. Also auch wieder Acht geben, dass auf keinen Fall Kinder davon essen oder halt Haustiere. Ich habe ihn halt nicht im Garten bei mir. Ich habe ihn auch noch nicht so oft in Gärtnereien zum Kaufen gesehen. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch aussieht. Die Vanilleblume oder auch Sonnenwende genannt, die trifft man sehr häufig im Gartencenter an. Und wie der Name schon sagt, die verströmt einen richtig tollen vanilleartigen Duft. Ist total beliebt bei Bienen und bei Schmetterlingen, aber gerade der Duft kann dann auch zum Problem werden. Das könnte wiederum kleine Kinder animieren, die Blätter zu essen. Es sind halt alle Pflanzenteile von ihr giftig. Also da auch wirklich immer ein Auge auf die lieben Kleinen haben, dass die nicht die Blätter davon essen, weil sie halt so toll riecht. Tja, es war übrigens der Oleander, den ich versucht hatte, direkt im Garten zu überwintern. Der war einfach zu groß geworden, um den dann via Sackkarre in die Gartenhütte zu transportieren zum Überwintern. Es war einfach zu kalt und er ist dann halt eingegangen im Frühjahr. Und ein kleiner Hund hier, Pieces, hat sich auch gedacht, sie möchte unbedingt ins Bild. Die hat gerade Angst vor dem Gewitter. Jedenfalls, ich mache das jetzt immer so, ich kaufe mir jetzt nur noch Topfgrößen, sag ich mal, wo ich weiß, ich kann die transportieren und die Pflanzen darin, die halte ich dann halt klein, damit ich nicht wieder diesen Terror da im Herbst habe oder halt auch im Frühjahr, dass man dann wirklich mit Sackkarre da 20 Mal hin und her düsen darf und nachher hat man einen Bandscheibenvorfall. Das wäre jetzt so meine Empfehlung für euch. Holt euch nicht zu große Töpfe und vor allem nicht zu große Pflanzen, wenn ihr wisst, die könnt ihr nicht draußen stehen lassen. Das ist sonst wirklich immer Terror. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal, macht's gut, eure Pink Peach, bye. Beziehungsweise wir sagen zusammen bei. Komm, du kannst ja auch mal. Ciao! 'Sei denn, ihr habt das Glück und wohnt in einer Klima über Winter, die dann halt in einem in den Garten. Ja, ist leider total missglückt, aber somit habe ich eine Erfahrung mehr gesammelt. Und was macht ihr gerade, Klein Peaches?
Lassen wir das drin im Video? Ach, ist ja auch egal. Deswegen empfehle ich, das wird ein Outtake. Oh, Peaches. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab dich auch lieb, ja. Die hört gar nicht mehr auf. Peaches, aua, deine Wolfskralle.